Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront. Diesmal den Modus Feuerschaft hier auf Außenposten Beta. Wir spielen die Rebellen und schauen doch mal gleich hier rein. Wir spielen übrigens mit Scharfschütze, T21B und dem ganzen anderen Mist hier, damit wir ein bisschen snipen können. Ich denke mal, es könnte was werden. Ach, ich wollte das Power-Up da hinten haben. Ich denke mal, das könnte was werden hier auf der Map. Ich bin mir aber unsicher. Normalerweise spiele ich das ganz gerne auf Solus, sage ich ganz ehrlich. Weil irgendwie klappt das da ganz gut. Der will mich. Na komm, guck mal einmal. Gehen wir nochmal auf das Impuls. Wir dürfen jetzt natürlich nicht komplett rein. Schade. Denn sonst würden wir hier drauf gehen, glaube ich. Oh. Ja, das meine ich gegen E4-Noob zum Beispiel. Naja, da hatte ich keine Chance. Habe ich zwar den ersten Treffer gelandet, aber er hat mich einfach gewone-shottet, mal wieder. Wie immer halt, mit der E4. Tja. Gut, hier Außenbereich ist sowieso ein bisschen besser für mich geeignet, denke ich. Sag mal, von wo werde ich denn da beschossen noch? Da unten ist einer. Ah. Kann jetzt mal einer abschießen? Ist mir hinterhergesprungen? Sag mal, helfen die mir hier auch? Sehen die den überhaupt? Da stehen drei Leute hinter mir und gucken zu. Dass die mir mein Schild darunter schießen können, ist ja auch unverständlich. Naja. Wird schon noch klappen, wird schon noch klappen. Denke ich mal. Hoffe ich doch. Ich werde hier schon wieder beschossen von irgendwo. Ich weiß zumindest. Oh Mann, gegen den AT-AT wollen wir nicht. Gegen den AT-ST, die meinte ich, sorry. Oh nee, jetzt von hier? Wie kommen die denn da hin? Du musst weiter zurück, weiter zurück. Oh, 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 oh. Hier sind vier Leute, die einnehmen von denen, oder was? Nee, von uns. Oder was? Hä? Ach so, das war der nächste schon. Chewbacca geht einfach durch. Chewbacca geht einfach durch. Lässt sich nicht lumpen, der Herr. Nehmen wir das Ding hier. Schade. Hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können. Aber egal. Ah, ich will hier eigentlich... Ah, da ist auch noch Darth Vader. Ich will hier irgendwo ins Freie, Mensch. Ich will doch snipen und nicht hier irgendwie rumhocken im Bunker. Hör mal, wo kommen die denn alle her? Das ist doch sogar unser Spawn, wo die gerade herkommen. Die müssten von hier... Ja, geil. Keine Chance, da irgendwo rauszukommen. Die kommen von unserer Richtung, von unserem Spawn aus. Ich weiß nicht wie. Guck mal, jetzt spawn ich wieder hier und von hier aus wurden wir gerade angegriffen. Ich verstehe es nicht. Verstehe es wirklich nicht. Keine Ahnung, wie das überhaupt möglich ist. Mist, den sieht man so schlecht, den Stormtrooper da. Bis jetzt läuft es ja gar nicht mit dem Snipen. Es wird vielleicht nur noch, kann nur noch besser werden, hoffe ich doch. Und den haben wir schon mal getroffen. Oh, da ist ein Geschütz in der Ecke. Den habe ich doch erwischt. Wollen sie mich hier verarschen? Chewbacca macht das anscheinend echt gut. Haben sie den Darth Vader schon verloren? Nee, der lebt noch. Der ist ja auch noch irgendwo. Da hinten ist er, gegen Chewbacca. Ich helfe dir. Er kommt nicht. Okay, er kommt nicht. Huch, jetzt habe ich einfach einen Druiden bekommen. Habe ich schon wieder gar nicht gemerkt. Wir müssen auf jeden Fall unser Merkmal hochspielen. Das ist das Wichtigste hier. Weg mit dir. Guck mal, was ist denn das da? Da wird mir immer was angezeigt, obwohl da gar keiner ist. Ist auch wieder merkwürdig. Geh mir da mal aus der Schussbahn gehen. Oh. Vielleicht wird da auch Darth Vader angezeigt, wer weiß. Chewbacca relativ angeschlagen. Wir müssen hier aufpassen. Ich gehe mal wieder in den Außenbereich. Hoffentlich kommt jetzt hier nicht wieder irgendwo einer hinter mir auf einmal her. Der mich umklatscht. Ich will den Druiden eigentlich behalten, aber wir haben schon einen. Hm. Wir haben ja eigentlich schon einen. Ach, da ist ja auch ein AT-ST. Ach, Mist. Ach, das war... Das Ding war fast kaputt. Na dann. Also irgendwie kommt man hier gerade nicht voran. Das ist echt ein bisschen bescheuert. Also trotzdem mal draußen zu bleiben. Verteidig den Kontrollpunkt. Überlass ihn nicht dem Imperium. Wow, da hat sich einer geopfert. Für die gute Sache. Sag mal, wo denn? Das Ding hat mich gerade beschossen, oder was? Unfassbar. Den habe ich doch erwischt, Mensch! Habe ich zumindest gehofft.
Kommt jetzt. Ich muss hier ein paar Kills machen, Leute. Ich will mein Merkmal hochspielen. Haltet mal das Köpfchen raus. Na also, den ersten haben wir. Da ist auch schon wieder einer. Den habe ich doch auch getroffen. Jetzt wird's gefährlich. Hinter mir, oder was? Ne, ist mein Teammate. Gut, dass der mir da zur Seite stand, denn das hätte knapp sein können. Nein, den hätte ich sowas von treffen müssen. Jawohl, so sieht's nämlich aus hier. Merkmal Stufe 2. Es kann nur noch besser werden. Ich darf nur nicht sterben. Das ist das Wichtigste beim Sniper. Man darf nicht sterben. Das ist wirklich verdammt wichtig. Und es ist hier verdammt schwer. Da unten liegt ein Helden-Symbol. Geil. Geil. Geil, 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 geil. Wen nehmen wir denn? Wir nehmen Jin. Komm, wir nehmen mal Jin. Ich weiß, die wird nicht gut sein hier. Und ich werde relativ schnell drauf gehen. Ich weiß es jetzt schon. Ich habe 11 Kills. Ich werde höchstens auf 20 kommen. Ich sehe es schon kommen. Also auf bis ich 20 Punkte habe da. Warum spawne ich denn so weit hinten? Oh, weil wir so weit nach hinten gedrängt wurden. Das erklärt einiges. Ich dachte jetzt eigentlich, ich kämpfe in der Basis. Das wäre besser gewesen, denn ich wollte mich da natürlich wieder durchknüppeln. Aber so nicht. So nicht. Ach komm. Kannst du aufhören? Danke. Wie lange kann der denn noch abwehren? Ja, also. Hat er ein bisschen Schaden genommen, immerhin. So, gehe ich jetzt nach ganz hinten oder versuche ich anzugreifen? Das ist halt die Frage. Da ist einer durchgerannt von denen, den wollen wir erwischen. Ich sehe ihn nur nicht da. Den anderen haben wir leider nicht gekriegt, aber egal. So, wir müssen auf jeden Fall versuchen, uns das zurückzuerobern hier, unser Zeug, ne? Ihr habt ja eure schwere Körperverletzung. Wenn ich sofort abgeknallt werde. Wäre echt cool, wenn ich ein bisschen Bug da kriegen würde von irgendwem. Zwei Assists zwar. Krieg hier nur Assists wieder. Ich lasse ihn nicht durch, dich lasse ich auch nicht durch. Tja, ich bin relativ auffällig hier leider, weil ich bin so bräunlich gekleidet. Oh, ich spring voll rein. Das war ja auch was. Hatte ich bis jetzt auch noch nicht so. Die immer sofort wegspringen, wenn ich die angucke. Leider kein Bug da für mich. Er hat noch gar nicht die Granate wieder. Mal wie die ja alles auf mich drauf werfen. Ne? Wo ist denn mein Team hier? Die nehmen was ein, das ist gut. Dann lenke ich die ja immerhin alle ab. Ist ja auch immerhin etwas. Jetzt wird es das gewesen sein. Oh, 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 hat er mich? Nee, hat mich nicht. 2 AP noch. Aber ich habe mehr gekriegt, als ich gedacht habe. Jetzt kriege ich mal Bagda. Ist ja unfassbar. Ich habe auch mal Bagda bekommen. Cool. Sehr gut. Danke. Ein bisschen spät, aber immerhin. Besser spät als nie. Komm, geh doch da hoch, Mann. Das sind zu viele. Das sind viel zu viele. Ich werde gleich tot sein. Ja, da hatte ich keine Chance. Leider ein bisschen sehr spät Bagda bekommen von den Leuten, aber naja. Immerhin einmal. Ich bin ja froh, wenn ich wenigstens einmal Bagda kriege. Normalerweise, ich kenne das ja, wie die Leute immer sagen, ich will immer Held sein. Kriegst kein Bagda von mir. Ich kenne das ja. Der hat meinen Schuss überlebt, interessant. Aber den nicht. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt mal auf Stufe 3 zu bekommen. Mal diese Nicht-Gönner. Oh, 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 da war ich aber fast tot direkt. Es ging schnell. Es ging verdammt schnell. Irgendwie fühle ich mich hier so, als wären wir bei dem Punkt hier hinten, obwohl wir gerade den anderen erobert haben. Ich sehe da gar keinen. Den da. Also mehr als drauf sein kann ich auch nicht. Wow, was? Der hat mich damit getroffen. Jetzt ist es gefährlich. Jetzt ist es sehr gefährlich. Ich habe kein Schild ready. Sieht der mich? Also der sieht mich auf jeden Fall. Der feige Hund hier. Wo ist mein Spawn? Ey, das sind so viele bei unserem Spawn schon wieder. Ja, okay, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Da springt mir auch noch hinterher, der andere. Ne, das war mein Teammate.
der mir hinterher ist. Ich verstehe es nicht, Mann. Wieso sind die... Wieso können die da überhaupt hinlaufen? Das ist unser Spawn da hinten. Wieso sind da so viele von denen? Jetzt habe ich schon wieder nur auf Stufe 1. Och, Mann. Das wird's gewesen dann mit dem Snipen, leider. Wow, und der steht genau so, dass ich ihn nicht treffen kann. Jetzt kriege ich natürlich sofort Bug da ab, danke. Aber wenn ihr einen Helden seht, gebt ihr es nicht raus, ne? Kenn ich ja. Ach, den hätte ich gern gehabt. Ich mag diesen Überblendungseffekt gar nicht. Ich finde, den haben sie so doof gemacht. Das hatten sie auch damals schon bei Counter-Strike. Da fand ich den auch so beschissen. Warum sollte man einen Überblendungseffekt machen? Das ist zwar realistisch, aber das ist spielerisch einfach beschissen. Warum rennt dann Solo eigentlich... Oh, das ist hier so ein Race, wer es als erstes kriegt. Das ist auch knapp. Guckt euch mal die Dinger an. Wer hat es bekommen? Wir haben es verloren. Schade. Jetzt egal, ob ich sterbe gerade. Weil ich habe sowieso nur auf Stufe 1. Wir spawnen sowieso jetzt wieder ganz, ganz hinten, leider. Ach nein, jetzt bin ich bei meinem Kumpel gespawnt. Und jetzt werde ich noch einen Tod abfarmen, ja. Ach, ich habe doch nicht 1 drücken wollen. 32,6 und ich fühle mich hier, als wäre ich richtig beschissen. Ich bin's auch. Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit der Runde bis jetzt. Abgesehen davon, dass ich Jhin gespielt habe und die einigermaßen okay war. Hätte ja mit Jhin hatte ich weniger erwartet, als ich am Endeffekt bekommen habe. Also mit Jhin bin ich recht zufrieden, aber mit dem Rest hier gar nicht. Und auch nur wegen dieser einen Situation, wo auf einmal 20 Leute von unserem Spawn aus mich angreifen. Mir natürlich auch hinterherrennen müssen. Warum auch nicht? Hä, ja, da ist ja noch einer. Kommt der her? Ist er da gespawnt? Komisch. Ich finde, die Map ist hier auch sehr, sehr offen für den Moment. Merkmal Stufe 2. Glaub nicht, dass ich nochmal auf Stufe 3 hochkriegen könnte. Glaube ich irgendwie nicht. Die laufen jetzt alle hinten rum. Müssen die. Ich muss hier versuchen, so ein bisschen aufzuhalten, die Leute. Komm, ich habe ihn nicht angehittet. Sehr gut. Da war auch einer. Den treffe ich so sicher nicht. Ich finde das so bescheuert, dass die in die Türme einsteigen können, die Gegner. Ich finde das so bescheuert. Jawohl. Das Ding machen wir auch gleich kaputt. Das bringt Punkte, immerhin. Hat das mich gerade abgeschossen? Also der Druide an sich, hat der mich gerade abgeschossen? Ernsthaft? Hätte ich jetzt ja gar nicht gedacht, dass es geht. Ah, oh, der war so knapp daneben. Wir übernehmen einen Kontrollpunkt. Tja, die Leute wollen mich ja immer snipen sehen. Ich mag das ja selber auch einigermaßen. Ich finde es jetzt in dem Spiel hier nicht so toll. Aber es geht zumindest. Wow, war ich da schnell. Da ist so Boba Fett hinter mir. Ah ja, ich habe ja gewusst, ich schaff's nicht mehr auf Stufe 3. Das war mir schon bewusst, als ich das letzte Mal gestorben war. Das ist einfach beschissen. Einfach beschissen. Da war auch die Motivation weg. Wenn die Motivation und der Kampfesgeist erst einmal weg ist, dann war es das auch. Wow, war ich da schnell tot. Der hat es auf Stufe 3, glaube ich, der Schub. Was hat der denn? Wo ist er denn? 16, 13. Ne, der hat mich aber sauschnell tot gehabt, fand ich. War ja schon fast ein One-Shot. Ich glaube, das war ein Kopfschuss und ein anderer Treffer vielleicht, oder was war das? So, kommen wir hier nochmal aus der Misere raus. Wo ist denn unser Held eigentlich? Nicht hier zumindest. Das ist traurig, aber wahr. Jetzt ein Imploder. Ja, das bringt mir gar nichts. Kann ich da nirgendwo hinhauen, ne? Ja, jetzt geht er irgendwo ganz, ganz hinterhin. Also über das Ding freue ich mich auch relativ wenig. Ich könnte ja auch mal machen, welche Power-Ups ich ganz gerne mag, aber... Ich kann gleich sagen, der Orbitalschlag schneidet nicht allzu gut ab. Oh, der rollt sich genau dann richtig raus, aber den kriege ich trotzdem. Haha! Ich brauche zu viele Treffer, jetzt bräuchte ich auch 3 Stück, um den zu töten. Dauert einfach zu lange so. Oh, wow, wow, dass der auch wieder auf mich schießt. Ich krieg wieder Bug da rein, yay, danke. Einfach mal drauf schießen. Manchmal klappt das tatsächlich. Kontrollpunkt wird gesichert. So, schieß mal den Boba nochmal ab. Du kommst hier nicht rein. Ah, wir haben Layer. Haben wir nicht eben Hahn noch gehabt? Aber vielleicht ist es auch nochmal geswitcht. So, nochmal auf Stufe 2 geschafft. Bin trotzdem immer noch eher negativ eingestellt, dass es auf Stufe 3 nochmal kommt. Du solltest hier in Deckung gehen, ganz ehrlich. Aber wie kommt er da schon wieder hin, Mann?
Ja. Und da ist auch... Okay. Okay, wieder in unserem Spawn. Da sind so viele. Okay. Pff. Ich weiß. Ich finde... Ich fände es... Also das finde ich beim... bei Battlefield so viel besser beim Rush-Modus. Da wird es wenigstens gesagt von wegen, ja, ihr sollt euch jetzt zurückziehen. Ihr dürft nicht mehr hier sein. Das die Artillerie holt euch sonst. Hier ist es einfach, ja, campt einfach mal bei deren Spawn auf dem Punkt hinten. Stört eh keinen. Könnt alles abfahren, was ihr wollt. Yay, super. Anstatt hier mal die Kameragrenzen einzugrenzen. So. Also die ich sag immer Kameragrenzen. Ich meine damit die spielbare Fläche, wo man drauflaufen kann. Anstatt es mal einzugrenzen. Nee. Werde jetzt zum dritten Mal hier irgendwo von hinten irgendwo weggeknallt, wo unser Spawn ist. Das ist unser allerletzter Punkt, ne? Wir gewinnen zwar dadurch jetzt, dass die so eine Scheiße machen, aber ich finde es trotzdem beschissen, dass das geht. Ich finde es richtig beschissen, dass das geht. So, ich spawne ich irgendwo ganz vorne hoffentlich, danke. Jetzt gehe ich hier angreifen, scheiß mal auf Snipen. Gehen wir halt komplett durch, wenn die Gegner irgendwo ganz hinten bei uns rumcampen müssen. Aber dass das überhaupt möglich ist, ich finde das so beschissen. Da will man sich hier hochspielen, ne? Und dann kommt immer wieder einer von hinten, wo man denkt, ja, das geht gar nicht. Wie willst du denn snipen, wenn du nirgendwo sicher bist? Nicht mal da, wo du spawnst, bist du sicher. Weil hinter dir einfach noch einer ist von den Gegnern. Ich steh schon ganz hinten, ey. Das regt mich wirklich auf. So, jetzt müssen wir da hinten noch hin. Ich renn schon mal hinter. Damit wir das auch gleich einnehmen. Hat ja eh keiner Bock, von denen zu verteidigen anscheinend. Doch, einer ist hier sogar da hinten irgendwo. Komm, werfen wir dem mal ein Geschenk entgegen. Jetzt habe ich hier natürlich eine echt schwache Verteidigung, aber mein Kumpel ist noch da. Und noch ein paar. Tja, ich wette, die hängen jetzt alle noch ganz hinten rum bei uns, immer noch. Und farmen da die ganzen Leute ab, die da noch sind. Tja, so schnell kann man das Spiel komplett verlieren dann, wenn man es verkackt. Daumen hoch für die Gegner, also so dumm zu spielen, ich weiß ja auch nicht. Wow, was für ein Easy Win. So ein verschenktes Spiel, nur weil sie da übelst auf Kills campen mussten, ey. 44-11, immer eine 4er KD. Bin sehr enttäuscht von mir selber, weil ich leider das mit dem Snipe nicht hinbekommen habe, aber das liegt auch irgendwo am Modus, da konnte ich irgendwie nichts für. Schade. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, auch wenn es jetzt hier am Ende nicht mehr so toll war. Die Jhin war auf jeden Fall super gespielt, fand ich. Und erstmal und tschüss.